Hi, was machen Sachen? Heute baue ich euch ein 3D-Modell. In dem Fall eine Couch und, ja, ein Sessel. Wobei, der Sessel ist mehr eine gestauchte Version der Couch. Ihr werdet ja gleich sehen, was es ist. Ich hatte ursprünglich auch noch einen Tisch gemacht. Nur hat mein Aufnahmeprogramm gesagt, nee, den gebe ich dir nicht. Den nehme ich dir nicht auf. Ich brich mittendrin ab und sag dir das erst am Ende. Daher gibt es jetzt erstmal nur das Sofa. Und halt die Sessel. Nur dazu erzähle ich euch ein bisschen was. Ich habe jetzt zu den Möbeln direkt nicht so viel zu sagen. Ihr seht, wie sie gebaut werden. Einmal das High Poly und das Low Poly, was ich dann später zum Baken benutze. Da wird auch doch ein Video rauskommen, wie ich die bake und halt das Spannendere sie anmale. Im Substance Painter wie auch schon der Rest der Hütte. Ja, da weiß ich auch nicht genau, ob ich da einfach nur Musik drunter lege oder nicht. Wird sich dann zeigen. Wie ihr wahrscheinlich am Titel schon gesehen habt, erzähle ich heute was über das Verkaufen, weil ich nicht so viele Geschichten habe, die jetzt wirklich Möbel beinhalten. Machen wir jetzt allgemein im Verkauf. Wobei eine habe ich, die sich tatsächlich auch auf Möbel bezieht. Da war ich aber weder Verkäufer noch Käufer. Die habe ich am Rande mitgerichtet, aber die ist zu lustig, um sie nicht zu erzählen. Also aufgepasst! Ja, ich war mit meiner Familie zu Gast in einem beliebigen Möbelfachhaus. Ist ja egal welches. Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum wir da waren. Wir wollten wahrscheinlich irgendeinen Schrank oder sowas kaufen. Da hatten wir an der Kasse eine sehr, sehr lustige Begegnung. Haben das Gespräch zwischen einer Kundin und eines Verkäufers mitgekriegt. In dem ging es darum, ob der Schrank, den die Kundin möchte, in ihr Auto passt. Gespräch ging folgendermaßen. Die Kundin, passt der denn in mein Auto? Der Käufer, was haben Sie denn für ein Auto? Ja, die Kundin ganz verdutzt, ja, ein grünes. Der Verkäufer darum komplett kalt, nee. Dann passt der nicht. Damit war das Thema für die Kundin und auch den Verkäufer anscheinend geregelt. Ich weiß nicht, wie es weiterging. Ich habe nicht weiter zugehört, aber einfach dieser Moment ist zu genial. Ja, hätte sie mal ein rotes Auto gehabt, vielleicht hätte es ja dann gepasst. Solche Geschichten schreibt nur das Leben. Die sind so Banane, die glaubt einem, glaube ich, kein Mensch so wirklich. Kommen wir zu anderen Verkaufsgeschichten. Ich selbst bin ja ausgelernte Einzelhandelskauffrau und ich kenne auch privat durch die Arbeit viele Leute, die halt Verkäufer, Einzelhandelskauffrau etc. sind. Also die Leute, die an der Kasse stehen und das Zeug verkaufen. Oder einem auch beraten. In einem Zufachhandel zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, ging es ja viel um Beratung. Und als Verkäufer hat man den ein oder anderen lustigen Zwischenfall mit Kunden. Angefangen mit Leuten, die anscheinend komplett in der Matrix verloren gegangen sind. Die dann in ein Zufachgeschäft gehen und sich wundern, dass man weder Zigaretten noch Alkohol oder Lebensmittel haben. Ist leider nicht nur einmal passiert. Zigaretten wurden wirklich mehrere Male angefragt. Und teilweise wurden die Leute dann auch echt boshaft, wie wir ihnen erklären mussten, dass es keine Zigaretten in einem Tierfachgeschäft gibt. Ja, meistens kam ja, sie sind doch im Verkauf, sie müssen noch Zigaretten haben. Ich weiß auch nicht unbedingt, was man darauf antworten soll. Man kann ja auch schlecht sagen, ja, unsere Tiere rauchen nicht. Sind alle Nichtraucher. Auch gern gesehen im Textilienbereich. Dass ich jetzt mehr über Freunde und Bekannte mitkriege, ist, dass Kunden Sachen von der letzten Saison haben möchten, die es jetzt nicht mehr gibt. Teilweise sind es auch Sachen, die vor 3 Jahren irgendwann mal in dem Laden waren und jetzt nochmal nachgekauft werden wollen. Die halt wirklich Saisonware waren und nur für eine bestimmte Zeit, wie es sich für Saisonware ja gehört, existent sind. Auch eine Geschichte, die mir passiert ist, während ich 2 Monate in einem Textilfachgeschäft passiert ist, ist eine ältere Dame ist zu mir gekommen. Sie wollte ein blaues T-Shirt nachkaufen für ihre Tochter. Ja, da halt blau gerade Mode war, Trend war, hatten viele blaue Sachen. Wir sind halt nicht wirklich auf einen Nenner gekommen, weil am Ende kam halt raus, sie wollte einen blauen Pulli, der nicht so dick ist und lange Ärmel hat. Ja, gut. Und hat auch irgendein Muster gehabt. Aber ich weiß nicht mehr, ob sie es beschrieben hat oder nicht. Immerhin hat man das Stück, was sie wollte, ja anscheinend nicht. Und die beste Beschreibung, die sie auch noch gegeben hat, ihre Tochter, die Dörte, die hätte den Pullover ja und ich müsste die Dörte ja kennen. Die Dörte kennt ja jeder. War auch sehr verdutzt, wie ich gesagt habe, ich kenne die Dörte nicht. Sorry Dörte, dass ich dich nicht kenne. By the way, war ein anderer Name. Ich nehme jetzt einfach mal Dörte, weil mir kein besserer Name einfällt. Generell, wenn ich irgendwelche Namen nenne, sind die mir meistens aus der Nase herausgezogen und irgendwelche random Namen. Ich nenne hier keinen beim Namen, um auf Nummer sicher zu gehen. Alle Fantasienamen oder halt wild herausgesuchte Namen. Nicht, dass einer böse auf mich ist wegen irgendwas. Tja, kenne Dörte nicht. Dörte hat leider den blauen Pulli nicht gekriegt. Selbst nachdem wir die Teile, die wir haben, uns angesehen haben,
Dame war enttäuscht, aber was soll ich machen? Ich kann mir nicht unbekannte Teile aus dem Ärmel schütteln, wenn sie die nicht überhaupt aus einem anderen Laden hat, weil nicht ist ja normal, nicht jeder Textilverkäufer hat genau die gleichen Teile. Der eine verkauft das, der andere verkauft das. Da gibt es auch so Spezialisten, die in jeder Branche zu finden sind an Kunden. Das ist wirklich mit der Anzahl sehr genau nehmen. Wenn da irgendwo draufsteht, da in der Packung sind 200 Gummibänder, könnt ihr euch sicher sein. Sie reißen das Ding auf und zählen, ob das wirklich 200 Gummibänder sind. Oder mir hat noch ein paar. Die sind wirklich mit einer kleinen Waage gekommen, um zu wiegen, ob das Tierfutter auch genau die gleiche Anzahl hatte, wie das, was draufsteht. Lustig wird's, wenn man dann erklären muss, dass so eine Blechdose ja auch was wiegt. Oder weh, da ist so 2 Gramm oder so zu wenig drin, weil wir auch drauf Einfluss haben, auf die schon abgepackten Sachen, die uns gebracht werden von bitte hier Firma einfügen. Wir können ja schlecht eine andere Packung aufreißen und diese paar Körnchen da noch reintun. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist ja die Firma an sich. Und es waren halt wirklich nur minimale Schwankungen, die halt immer in der Packung sind, dass halt, was weiß ich, 2 Gramm zu wenig drin waren und 2 Gramm bei einer großen Packung Hundefutter, was bei 5 Kilo oder sowas ist echt nicht viel und es waren halt wirklich so minimale Sachen. Wir hatten auch schon einen Kunden, der zu uns kam und wollte eine Fischpumpe zusammengebaut kriegen. Weil ich kann es verstehen, gerade die Außenfilter, wenn man noch nie so ein Ding zusammengebaut hat und in allen einzelnen Teilen kriegt, ist der echt schwierig zusammenzubauen, wenn man keine Ahnung hat, wie, wo, was, wohin kommt, selbst mit der Anleitung. Bei manchen Modellen gibt es da so viele Kleinteile und Dinger, die kriegt man so einfach mal eben nicht einfach aneinandergereiht. Kann man auf mehrmals sagen, ja, kein Problem, können wir machen. Sie müssen aber den zusammengesetzten Filter mitnehmen und nicht eine neue Packung. Ja, ja, kein Problem, kein Problem, dafür ist er ja da. So, wir bauen den Filter dann mit ihm zusammen, dass er auch sieht, wie, was, wohin kommt. Dass er für Wartung etc. weiß oder wissen sollte, könnte, wo ungefähr was ist und wie ich da rankomme. Ohne das komplette Ding zu zerlegen und kaputt zu machen eventuell. Mit dem Kunden alles schön fein säuberlich zusammengemacht, getestet. Was macht Kunde? Ja, überlegt sich's nochmal. Er kommt dann später wieder und nimmt einen zugemachten. Ja, super. Stehst du da erstmal eine halbe Stunde, frickelst das Ding zusammen, machst aus, dass der Kunde den so jetzt mitnimmt und dann sagt der Kunde, ja, nee, ich komm später wieder und kauf den ein paar Tage später. Ihr könnt den ja wieder in den Karton zurückfriemeln. Was jetzt bei einem nassen Filter, weil er sollte ja getestet werden, so einfach ist. Generell das Ding wieder auseinanderzubauen, dass das in die Verpackung reinpasst. Man hat immer das Gefühl, die Verpackungen werden kleiner, wenn die Dinge mal draußen sind. Man kriegt die selten wieder so in die Packung rein. Und gut, nach einigen Minuten her und auch zu reden vom Chef hat er den Filter dann doch mitgenommen, den zusammengebauten. Da bin ich echt froh. Ich hatte keine Lust, das Ding wieder irgendwie wieder in die Packung reindrücken zu müssen. Wie gesagt, die Packung scheinen kleiner zu werden, sobald das Produkt draußen ist bei den Filtern. Ist auch so ein Geheimnis, finde ich, wie es geschafft wurde, dass der Filter in der Box passt. Oder auch immer wieder, meine Mutter ist auch Verkäuferin und die hat einen extra Lehrgang gemacht für Feuerwerk. Den musst du ja haben, wenn du das verkaufen willst. Ist auch, glaub, mit ihr ist noch jemand dort oder 2 andere, ist ja auch egal. Also sie hat halt diese Feuerwerkslehrgang, Schulung etc., wie sie jetzt auch immer schimpfen möge. Und es gibt immer wieder so Blitzpiepen, die meinen an Silvester bei den Raketen, bei den ganzen Feuerwerkskrachern, mit Feuerzeug zu spielen oder zu rauchen. Im Laden zu rauchen, weil Gartencenter ist ja draußen oder so, keine Ahnung. Wobei es eigentlich nur ein überdachtes Lager oder sowas ist. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll dort. Aber generell bei den Raketen und Böllern mit Feuerzeugen zu spielen, weil man ja so toll und mutig ist. Und kein kompletter Vollidiot. Es ist eine super Idee. Ich verstehe auch nicht, dass es so viele machen. Da will sich jemand für cool halten, aber ist einfach nur komplett dämlich. Kiste voller Raketen und Kracher, da halt schon mal ein Feuerzeug drüber. Das ist bestimmt eine gute Idee. Das ist eine 1A-Idee. Dass das Ding dann in die Luft fliegt, kein Problem. Bin ja versichert. Bin ja so ein toller Kerl. Ich find's immer faszinierend, warum sich Menschen sinnlos in Gefahr geben. Weil sie ja so cool sind und toll sind. So. Das war jetzt mal eine andere Version. Mal keine Zeichnung, sondern ihr seht im Hintergrund, wie ich was modelliere. Hinterlasst mir doch mal eine Nachricht, wie ihr das findet. Ob ihr mehr davon sehen wollt oder ob ich euch was erklären soll, zeigen soll, wie Sachen funktionieren. Ja. Und man hört und schätze ich. Einen schönen Tag noch. Ciao.